zu von der Leyen, weil sie schon 2009 für Internetzensur geworben hat, mit einer unsachlichen Angstkampagne, die wissenschaftliche Fakten ignoriert hat und natürlich auch den massenhaften Protest auf der Straße, weil sie jetzt ein Überwachungsmoratorium ablehnt, also offensichtlich für mehr Massenüberwachung ist, unsere Gesellschaft in eine Überwachungsgesellschaft noch weiter verwandeln will, weil sie Datenschutz hinterfragt. Sie ist keine Kandidatin für Grundrechte und für unsere Freiheiten, sondern für einen repressiven, bevormundenden Staat, und das wollen wir nicht. Ich sage heute Nein zu Ursula von der Leyen. Ich bin Europaabgeordneter aus Tschechien, und das Einzige, was von Ursula von der Leyen mir bekannt war, bevor sie von der Europarat vorgeschlagen wurde, war, dass sie eine Verteidigungsministerin in Deutschland ist und ein Problem mit Unterseebooten hat. Das ist das Einzige, und ich finde das nicht eine, als eine Qualifizierung für neuen Europakommissionspräsident. Deswegen sage ich Nein. Eine Kandidatin als Kommissionspräsidentin, die von Viktor Orbáns Gnaden abhängig ist, die sich von den Rechten wählen lässt, ist für mich erst recht nicht wählbar. Sie stellt die Sicherung der Außengrenzen, die europäische Armee, über alles. Für sie hat die Stärkung des Binnenmarktes die höchste Bedeutung, wie sie bei uns in der Fraktion geäußert hat, und hat kein Wort zur umstrittenen Urheberrechtsreform zum Beispiel gesagt, sondern nur durchblicken lassen, dass sie dort kaum Ahnung hat, keine Hintergrundinformationen. Und deshalb werde ich klar gegen Ursula von der Leyen als neue Kommissionspräsidentin stimmen.